So, heute Abend nochmal aus dem Geckos, hier mit dem Flo und mir. Hey Flo, woher kommst du? Was machst du hier im Geckos? Und ja, wie bist du hergekommen? Also, ich bin eigentlich ganz klassisch an die Bar gekommen. Ich bin in Leverkusen groß geworden, Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich dann eine Wirtschaftsschule besucht, also eigentlich gar nicht was mit Bar zu tun hat. Und da mussten wir halt ein Praktikum machen. Und meine Tante und mein Onkel, die haben damals im Hotel gearbeitet, in Bansin an der Ostsee. Haben gesagt, ja, guckst du doch mal an, wenn du nicht so wirklich weißt, was du machen sollst. Vielleicht gefällt dir das ja. Und dann habe ich da 2 Monate gearbeitet über die Sommerferien. Danach war eigentlich klar, dass ich in die Gastronomie will. Und dann bin ich über mehrere Stationen in Leverkusen, über Stadthallenarbeit, an Karneval, diesen ganzen klassischen Kram, den man ja kennt, mit Bierzapfen und Caipirinhas-Maddeln. Dann letztendlich nach Frankfurt gekommen zur Ausbildung im Maritim an der Messe, dieser große Glaskasten, um Hotelfachmann, ganz klassisch. Und da musste ich dann auch irgendwann mal an die Bar. Und vorher habe ich eigentlich noch nie so wirklich mit anfangen können, klar, mal so ein bisschen mit Spirituosen auseinandergesetzt, aber eigentlich nur mit so privat, nicht wirklich beruflich oder halt professionell. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten irgendwann und dann war eigentlich schon für mich nach der ersten Schicht klar, dass ich Bartender werden will. Und dann habe ich da den Rest der Ausbildung eigentlich fast verbracht in der Bar, meine Prüfung abgelegt und dann habe ich mich hier beworben. Ich habe eines Abends hier an den Tresen geschlappt und habe gedacht, ich will mal gute Getränke trinken und habe so ein bisschen mein Leid geklagt dem Bartender damals, der mir die Getränke gemacht hat und dann gesagt, so, ja, wie sieht's aus, wenn du einen Job suchst? Ich habe eine Stelle frei und dann eine Karte gegeben und 2 Monate später war ich dann hier. Ja. Okay. Also eine ganz, weiß ich nicht, ganz klassischer Werdegang, finde ich. Es gibt ja viele Quereinsteiger heutzutage, aber mir war es eigentlich ganz klassisch. Ja, und was fasziniert dich an dem Beruf? Ich meine, wenn du schon mal hier direkt im Geckos bist, dann... Also natürlich der Kontakt mit Menschen, so, das was ja für jeden, der in der Gastronomie anfängt, glaube ich, als an erster Stelle, wo er damit anfängt, wenn er sagt, ich arbeite gerne mit Menschen, ich mag Menschen, dass man kein Zionist ist. Und das ist für mich eigentlich auch einer der Hauptgründe, dass man halt Gastgeber ist. Ja. Man hat natürlich viele Sachen, die hier rumstehen, mit denen man arbeiten kann und die auf jeden Gast das Getränk zurechtschneiden kann. Aber wenn man halt kein netter Typ ist, kein netter Kerl ist, dann kann man auch keine netten Getränke verkaufen, weil die Leute einen nicht nett finden, nicht bei einem bestellen. Und das ist das, finde ich, worauf es ankommt. Was mich auch fasziniert an dem Beruf immer noch nach Jahren jetzt, dass man so viele verschiedene Menschen auf einen, also kein Tag ist wie der davor. Ja. Und dann erlebt jeden Tag was Neues, jeden Tag andere Menschen, also international auch, also andere Kulturen auch, die man vielleicht gar nicht so sehen würde in so einer kurzen Zeit, weil man vielleicht nicht die Zeit hat und das Geld, so viel zu reisen. Und dann ist natürlich, dass man in so einer Bar wie hier halt alle Möglichkeiten hat. Dadurch, dass es ja auch so deutschlandweit bekannt ist, hat man dann auch die Möglichkeit, mit Leuten zu arbeiten, mit denen man wahrscheinlich in einer unbekannteren Bar nicht arbeiten könnte, weil sie halt auch dieses Prestige dann schätzen, was die Bar dann hat. Und das gefällt mir eigentlich, so diese Punkte. Wie findest du, hat sich eigentlich der Beruf des Bartenders verändert? Ich meine, du hast ja relativ früh und vor allem, ja. Also früher war es, glaube ich, so, wenn man jetzt, ich kann jetzt von meiner Kindheit vielleicht reden, in den 90ern, dass man das, jeder kennt den Film Cocktail, ja, mit Tom Cruise, glaube, das ist die Bibel für jeden Bartender, der mal irgendwann angefangen hat, hat diesen Film gesehen, irgendwann, und hat dann gesagt, so, ja, so läuft das. Ja, das war dann früher viel Saft gepanscht und auch, glaube ich, auch viel nebenher gearbeitet, und heute ist das ja auch mit Vergleich mit Köchen. Ja, also das absolut. Kann man ja in jedem Barbuch nachlesen, das ist ja jetzt nicht weißer Rum, sondern genau. Oder ein Gin, sondern der Gin in dem. Genau, ja. Und man kann ja auch in jedem Barbuch nachlesen, dass die Bartender eigentlich von den Köchen ihre Arbeitskleidung, es gibt ja auch schon die richtigen Barjacken, Arbeitskleidung, Arbeitsmaterial, Arbeitsweise, Sous Vide zum Beispiel, kommt ja auch alles aus der Küche. Richtig. Und da hat sich, glaube ich, schon verändert, dass das mittlerweile nicht mehr ein Beruf ist, den man mal nebenher macht, um ein bisschen Geld zu verdienen oder sich abzulenken oder um halt Nummern abzuchecken, sondern sondern weil das ist ein richtiger Beruf. So. Ja, frische Nahrungsmittel, genau, ja. Bestimmte Jahrgänge von Spirituosen. Richtig, ja. Champagner, weil wir haben ja von Jahrgang reden, ist ja ganz wichtig, der Jahrgang. Und
ist halt nicht mehr so wie früher, dass das nur so, ja, machen wir mal einen Cocktail so. Da steckt halt schon ein bisschen mehr dahinter. Ja, das ist nicht, dass man sich da auch mal vor mit auseinandersetzt. Und nur weil man halt jeden Abend um 18 Uhr aufmacht und um 3 Uhr die Tür zusperrt, heißt es das nicht, dass man danach und davor sich nicht damit auseinandersetzt, was er gesetzt hat. Weil es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Ich meine, da füllen Leute Bücher mit Arbeitstechniken, wie man Sachen aus Sachen rausbekommt, dass sie schmecken, wie sie schmecken. Ja. Also es ist schon mehr als nur nebenher mittlerweile. Ja, jeder hat auch so seine eigene Machart von einem Drink. Genau, richtig. Arbeitsweise. Und wir haben auch mittlerweile viel mehr Möglichkeiten an Spirituosen heutzutage. Ist ja auch alles verfügbar. Ja. Immer mehr. Was findest du gerade so interessant an der Barszene? Oder wo ist da die Action, der Trend? Im Moment geht, glaube ich, auch schon so der Trend hin, was ich bestimmt auch hier schon ein bisschen von den Jungs mitbekomme, mit Bränden zu arbeiten, also Obstbränden. Mhm. Sherry finde ich immer wieder ein Thema und gar nicht mehr so dieses Verhältnis, was man früher hatte, dass ein Sauer ist ein Sauer, ein Smash ist ein Smash, sondern dass man die Sachen auch mal austauscht und vermixt und vielleicht mit den spirituosen Akzent setzt, die eigentlich nur der Modifier ist, so zum Beispiel Wermut, dass das die Basis des Drinks ist und dass man alles andere drumherum aufbaut. Sowas kommt, glaube ich, dass es auch mehr auf die Aromen eingeht und gar nicht mehr so auf die Zutaten, sondern wonach schmeckt der Drink. So nicht, was ist drin, sondern wonach schmeckt der. Weil oftmals ist ja das, was drin ist, schmeckt nicht danach. Cool. Ja, und was hast du jetzt so in den nächsten paar Jahren vor? Wo siehst du dich und wo ist das? Erstmal werde ich jetzt hier bleiben. Ich bin jetzt seit über 3 Jahren schon hier. Ja, und bis jetzt hat sich auch keine andere Stelle angeboten. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Wir machen ja auch noch ein paar andere Läden auf. Dieses Jahr, Mitte des Jahres. Vielleicht wird sich da was ergeben, aber ansonsten bleibe ich vorerst erstmal hier. Ja. Cool. Danke dir. Kein Problem. Gerne.